Als ich klein war, hatte ich immer... Durchfall. So, ich hab 700. Ich brauch... Oh, fuck, ist die Zeit abgelaufen? Oh Gott, das ist Guschel. Oh ne, bin gleich da. Hat mich Guschel verarscht oder was? Also den rufe ich sofort an, das gibt's doch gar nicht, deshalb... Er ruft mich schon an, oh no! Hey, Pong! No! My name is Jeff. Am Anfang des Sommers war diese Dust Bowl-Tankstelle noch recht beliebt. Doch dann kam der Schock. Scheiße im Kaffee. Und wie? Ich brauch Geld für einen neuen Hut. Tschüssing! Oh, what was that? Hallo? Hallo, Winifred, ich gib's zu, ich hab einen Fehler gemacht. Ich nehme an, auch du hast schon mal einen Fehler gemacht. Ich hab da ein bisschen wenig Zeit, Kevin. Tut mir leid. Bin ich ganz ehrlich. Und darum folgendes. Ein paar Sekunden später. Bio ist für mich abfallen. Man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Guten Abend, die Frau. Was wollen Sie kaufen? Hallo? Was kauft ihr jetzt? Wie viel kauft die denn, sage mal? Boah, unbedingt Angestellte. Ah, tschüss. Da ich mir noch keinen Angestellten ransnacken kann, ist natürlich der nächste logische Schritt. Außendekoration. Da mache ich mir vorne so einen schönen grünen Tisch hin. Leider. Südliches Sitzset. Für den alten Earl. Komm, hinten noch eine schöne Bank hin, na sicher. Tankstellenschild aber hinten? Hey, was laberst du? Ist doch nichts auf dem Boden, ist doch nur im Eimer. Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Dann räume ich hier halt kurz auf. Meine Güte, der... Warte, wie viel Sprit haben wir eigentlich noch? Scheiße. Wir haben noch 29 Liter, das ist ja nichts. Warte mal. Wir müssen nachkaufen. Ah, das sieht man hier sogar nochmal richtig schön. Oh, nächstes Level. Machen wir auch, ist doch klar. Yeah! Mit einer Fahne oben drauf. Shazam! Ja, aber jetzt brauche ich schon langsam Benzin, ne? Lieferung, Müllabfuhr brauche ich auch gleich. So, und ihr wollt was kaufen? Alter! Brigitte! Ach, trinkst du heute? Guck mal, wie groß der Laden geworden ist. Oh, das ist mein Büro. Da ist ein Schlüssel. Nehme ich mir. Ich habe ein Safe. Ja, ich bediene euch ja schon. Wartet kurz. Das war eine richtig krasse Kombo. Bam, bam! Shazam! Pippe! Scan-Kombo 5. Mache ich hier einen 6er raus. Easy. Hallo, Elsa. Komm, jetzt kauf doch mal mehr ein. Ich kann dir keine fetten Kombos machen. Achso, ich habe nicht mehr genug Zeug in Stock. Doch, eigentlich schon. Sieht voll gut aus. Ja, da kommt der Sprit. Elon, machst du das bitte? Ja, wir hatten hier eine Banane verloren. What? Die verkaufe ich noch. Elon, hier. Lass mal. Am Schaukel. Ja, Elon, machst du was? Oder? Los geht's. Sorry, Leute. Alter, was habt ihr hier gemacht? Ja, so geht es nicht. Mann, die haben alle keine Geduld. Wo müssen die hin? Wir sind mitten im Nichts. Okay, jetzt warte mal kurz. Ich muss das hier nochmal... Ich muss erstmal schließen. Das gibt's doch nicht. Ich habe hier einfach zu viel zu tun gerade. So, ja. Tschüss. Fahr jetzt weg. So, aus die Maus. Husch, husch. Oh, okay, also. Los geht's. Ich lasse die innere Tine Wittler raus. Keine Ahnung, was die für Musik hat, die Tine Wittler. Dennis! Ich schmeiß jetzt mit der Palette ab. Ah! Hör auf, hier Pimmel zu malen! Das ist doch Blick! Hör auf! Ich kann nichts machen! Ich konnte ihn nicht töten. Obwohl es Kind ist. Alter Brix, was machst du? Das ist ja wohl lächerlich, der Vogel hier. So, Alter, jetzt sieht's richtig schick aus. Muah! Gretel ist so stolz auf mich. Ich räume auch den Schotter hier weg, schon wieder mitten in der Nacht und ich muss als noch schaffen. Ja, Sammy, als noch. So sagt man das. Ist ja, kann ich hier, ist das nur Müll oder was? Muss die Müllabfuhr rufen, das ist schon zu viel. Müllabfuhr, yes! Da ist er ja schon, sehr gut. Hol grad mal bitte alles ab. Hat er gut gemacht. Es ist was passiert. Dann haben wir hier eigentlich so weiter.
Bier? Ich muss, glaube ich, einen Wunsch nachkommen und Bier einkaufen. Aber halte ein. Vorhin habe ich einen Schlüssel gefunden. Ich weiß zwar nicht, wo der ist. Aber ich habe mal den Mann genommen. Jetzt kann ich bestimmt hier hinten rein. Guck mal, da ist er abgeschlossen. Klar. Klick, klack. Oh Gott, das ist gruselig. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Willkommen bei Five Nights at... Können wir hier vorne auch nochmal aufmachen? Oder achso, man kann das hier überall aufschließen. Okay. Ich habe hier übrigens... Was ist denn das? Ist das ja Golfit oder was? Geil. Na gut, also ich habe jetzt das Lagerhaus hier halt mal aufgeschlossen. Und hab einen großen Teddybären. Und ich kann Gitarre spielen. Kramplätze müssen verdichtet sein. Ey, sieht ja komplett kacke aus. Das muss ich alles aufräumen. Oh, dann räume ich jetzt halt mal das Lager auf. Hoppla. 4 bis 6 Wochen später. Sauber. Somit ist das Lagerhaus praktisch wie neu. Es muss halt nur noch der ganze Schotter hier raus. So, ich habe jetzt mal alles von hier nach da geräumt. Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Und das macht dann später jemand anderes. Wenn man so wie ich selbstständiger Alleinunternehmer ist, dann muss man natürlich den Kundenwünschen nachgehen. Somit kaufen wir Bier. Produkte, Alkohol. Ah, Patologie. Wo ist da jetzt Bier? Ist das Bier wahrscheinlich, ne? Canvezza, das ist Bier. In den Warenkorb natürlich. Das sind immer 20, oder was? Stopp, das ist irgendwie zu viel. Moment, machen wir mal eins. So, dann nehmen wir noch einen Fuchon mit. Und natürlich noch der Amsterdamer. Ah ja, und ab dafür. Und jetzt hätte ich keine Angestellte. Ich muss wieder öffnen und schaffe. Und da kommt auch schon die neue Ware, das gute Bier. Kann ich jetzt einfach hier dazustellen? Wahrscheinlich, da ist ja noch ultra viel Platz. Obwohl, na, Softdrinks, nicht, dass die Kinder Bier saufen. Da brauchen wir nochmal so ein kleines, aber feines Regal, ne? Für Alkohol. Och, geiler Schissel. Ich nehme erstmal so ein kleines. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich mache den so hier in die Nähe der Kasse, damit ich den Überblick habe. Zack, ich begrüße auch schon den Lieferanten. Nicht, dass der irgendwie Schindluder treibt. Oh, sei ehrlich, stört dich der Scheiß hier? Ich glaube schon. Shit, ich glaube, das ist im Weg. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Geld. Leder. Alter, ich bin eine Maschine. Boah, was ist denn mit ihm los? Aber ich mache mich auch meine Kunden nicht lustig, bitte. Noch schnell vollpacken, bevor der das abholt. Er ist nämlich schon da, Müller-Fuhrmann. Ich muss es jetzt gut packen. So, gleich kannst du arbeiten. Gleich. Es waren nur 2 Tage Wartezeit. Komm. Und was ist hier jetzt? Muss ich hier irgendwas machen oder was? Alter, dein Weg ist frei. Sag bloß, ich muss dem seine Arbeit machen. Dann flippe ich aber. Das war's? Ich fahr bei dir mit. Mach doch mal zu hinten. So, Leute, es gibt jetzt offiziell. Bio! Wow! Willst du vielleicht noch ein bisschen Bier kaufen? Ja, wunderbar, danke dir. Ach, hier drin sieht er noch voll ranzig aus, stimmt ja. Oh Leute, jetzt ist es super. Och, geil. Jetzt kann ich hier noch geschwind den Eingangsbereich und dieses Regal Anasch platziere. Anasch rum. Und hier tragen sie alle wieder den Schmutz rein, das gibt's doch gar... Hier ist ja auch alles versifft, selbst die Schuhe sind versifft. Die Dose auch. Guck mal. Sauberkeit ist bei mir eher gar kein Problem, aber die Zufriedenheit ist erst bei 7%. Hä? Vielleicht liegt es daran, weil die Leute immer auf dem Parkplatz kacken müssen. Könnte ich vielleicht eine kleine, aber feine Toilette kaufen? Ich könnte mir hier eine reinknallen, so eine schöne Toilette. Warum machen wir. Rein damit. Nice! Okay. Aber wo ist jetzt die Toilette? Wenn ich sie schon... Wollte gerade sagen, wenn ich sie schon nicht finde, dann findet ihr sie sowieso nicht. Ach, hier nebendran. 1,50. Oh Gott. Disgusting! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf